Es gibt bei uns in der Schweiz Dinge, die laufen gut. Denken wir an den öffentlichen Verkehr, denken wir an die AHV. Andere Dinge laufen leider weniger gut. Dazu gehört die Einkommens- und die Vermögensentwicklung in den letzten 10, 20 Jahren. Die Zahl der Einkommensmillionäre hat sich in dieser Zeit vervielfacht. Die hohen und die höchsten Einkommen haben weit über das Produktivitätswachstum hinaus zugelegt. Das Gegenteil bei den unteren und mittleren Einkommen. Der Einkommenszuwachs bei ihnen liegt klar unter der Produktivitätsentwicklung. Zwar konnten wir in der Schweiz im Gegensatz zu anderen Ländern, im Gegensatz beispielsweise zu Deutschland, das Absacken der tiefen Löhne verhindern und wir konnten bei den tiefen Löhnen sogar eine Gegenbewegung einleiten mit der ersten Mindestlohnkampagne keine Löhne unter 3.000 Franken. Tatsache ist und bleibt aber, dass die großen wirtschaftlichen Fortschritte der letzten 10, 15 Jahre einseitig von den oberen und höchsten Einkommen abkassiert worden sind.